Möchte euch heute wieder zu einem kleinen Upcycling-Projekt einladen. Und zwar nehmen wir uns ein Utensilo oder Brotkörbchen. Was man dafür braucht, ist ein zum Beispiel aussortierten Schal, wie jetzt bei mir. Geht aber auch ein Geschirrtuch, Küchentuch, Kopfkissenbezug, Tischdecke, was auch immer ihr da habt, wo euch das Muster gefällt und was ihr nicht mehr braucht. Dann habe ich für drinnen so ein Schnuffeltuch von den Kindern. Das wird das Futter innen. Und um dem Ganzen ein bisschen Festigkeit zu geben, dass das steht, wäre geschickt ein aufbügelbares Volumenvlies mit solchen Klebepunkten. Allerdings habe ich davon jetzt nur noch so ein Stückchen, das reicht nicht. Daher habe ich geguckt, was gibt meine Kiste so her und habe noch einen bisschen festeren Bastelfilz. Dann schneide ich jetzt einfach drei gleich große Teile zu und nähe den Bastelfilz in die Mitte mit rein, um dem Körbchen ein bisschen Stand zu geben. Das heißt, ich habe außen mein Palituch, habe innen das Schnuffeltuch und dazwischen, um dem Ganzen eben ein bisschen Festigkeit zu geben, den Bastelfilz. Dann gehen wir ins Zuschneiden und schneiden uns eben dreimal das gleiche Teil zu. So, also, fange jetzt mit dem Oberstoff an. Ich schneide mir unten erstmal die Franzenkante weg, weil die möchte ich gerne dann an die Kante nähen. Finde ich ein schönes Element, die kann man dann noch gut nutzen. Ich schneide mir jetzt die Franzen erstmal ab und hier auch auf der Seite kann man auch noch nutzen. So, also ich habe das Ganze doppelt liegen, habe das geklappt, hier ist mein Bruch und jetzt mache ich das 35 cm breit, also im Ganzen dann 70. Und mache es 32 cm hoch, wobei 30 cm hoch reicht eigentlich, sonst ist das Körbchen so hoch. Ist mir sogar fast zu viel. Ich mache es nur 28 hoch. Dann gehen dann noch 2 cm Nahtzugabe weg. Das ist, glaube ich, gut. Genau. Also, schneide ich es jetzt hier. Messe zwischendurch immer wieder, dass ich die 28 habe. Hier kann ich mich gut am Muster orientieren. Gut, den Rest tue ich beiseite, da kann ich bestimmt später noch was anderes draus machen und meine Franzenkante für später schneide ich mir gleich ab. Die lege ich jetzt erstmal zur Seite, brauche ich erst später. Jetzt nehme ich die beiden anderen Stoffe und lege das schon ausgeschnittene drauf. Und schneide einfach noch zweimal aus den anderen Stoffen das in genau der gleichen Größe aus. Ich habe jetzt alle drei Lagen zugeschnitten, also habe jetzt drei Streifen. Den Oberstoff aus dem Tuch, den Futterstoff aus dem Schnuffeltuch und innen die Einlage aus dem Vlies. Jetzt lege ich die so übereinander, dass ich zuerst unten den Filz habe. Dann kommt mein Futter drauf, sodass die schöne Seite mich anschaut. Und dann kommt das Tuch auch, nein, stopp, ich mache erst noch meine Franzenkante dazwischen. Die lege ich hier an der oberen Kante hin, stecke die damit dazwischen, dass ich die dann nachher draußen zu sehen habe. Und dann stecke ich den Oberstoff rechts auf das Futter. Also, Oberstoff, Franzenkante, Futter, Vlies oder Filz, je nachdem, was ihr habt. Und zwar eben die schöne Seite vom Futter, schaut die schöne Seite vom Oberstoff an. Und dann stecke ich das jetzt hier an der oberen Kante einmal fest, dass es mir nicht mehr verrutscht. Und nähe dann die obere Kante. Ich lasse mir jetzt 1 cm Nahtzugabe zur Kante und ich vernähe wie immer am Anfang und am Ende und nähe mit einem ganz normalen Geradstich.
Pflanzenkante liegt dazwischen, so hatte ich mir das vorgestellt. Und jetzt bügel ich das hier auseinander und dann klappe ich das wieder rechts auf rechts zu. Also, so dass die schöne Seite wieder innen liegt, klappe ich das zu. Achte dabei darauf, dass die Nähte hier aufeinandertreffen. Steck mir das. Und dann nähe ich als nächstes diese Seite zu. Da sieht man jetzt, der Filz liegt im Futter, über dem Futter. Und diese Seite, die lange Seite, die nähe ich jetzt als nächstes zu. So, also gesteckt und jetzt nähe ich eben diese lange Seite einmal runter. Ein bisschen aufpassen, dass sich der Fuß nicht in der Nahtzugabe verhängt. Das Füßchen zur Not einmal überheben, vorsichtig. Und darauf achten, dass das jetzt da nicht verrutscht, damit wirklich die Nähte, diese Kreuznaht oben schön aufeinander. Kommt es an die Bodenabformung. Damit dieser Korb nachher stehen kann, braucht er einen abgenähten Boden und dafür schneide ich jetzt hier und hier zwei Ecken raus. Und zwar schneide ich da sechs cm hoch und 5 cm rüber. Auf beiden Seiten. Um das auf der anderen Seite dann genau zu haben, gleich zu haben, spiegel ich das einfach rüber und schneide dann hier das gleiche Eck raus und im Oberstoff auch. Ich zeige es euch dann. Das sieht jetzt so aus. Und jetzt klappe ich das Ganze runter auf den Oberstoff und dann kann ich vom Oberstoff die gleiche Ecke ausschneiden. Und dann werden die Böden zugenäht. Zeige ich euch dann, wenn es gesteckt ist. Also ich habe alles zugesteckt, den Boden vom Oberstoff, den Boden vom Futter. Und im Futterboden muss ich jetzt ein ungefähr 12 cm großes Wendeloch lassen, sonst kriege ich das Ganze nachher nicht umgestülpt. Das heißt, ich nähe jetzt diese Naht, lasse aber hier ein Wendeloch und die vom Oberstoff, die nähe ich komplett durch, weil ich finde es nicht schön, wenn das Wendeloch dann außen eben zu sehen ist. Genau, also nähe ich jetzt die zwei Böden zu. So, passend ist
ist jetzt der Unterfaden leer gegangen. Jetzt muss ich erstmal neue Unterfaden aufspulen. Und dann zeige ich euch, wie man die Ecken für den Boden zunäht. Unterfaden ist neu aufgespult. Jetzt können wir den Boden nähen. Für den Boden greifen wir hier und ziehen das so auf, damit sich der Boden hier schön aufeinander legt. Und dann achte ich darauf, dass die Nähte aufeinandertreffen und stecke mir so den Boden zu. Ich zeige es gleich nochmal bei der anderen Seite. Also, beim Futter achte ich darauf, dass ich beide Schichten erwische, greife da rein, ziehe das auseinander und dann legt sich der Boden eigentlich schon automatisch so hin. Da jetzt mit dem Vlies oder Filz muss ich die Nahtzugaben schön auseinanderklappen, sonst ist es zu dick an der Stelle zum drübernähen. Und dann stecke ich mir alle vier Ecken und nähe alle Bodenteile zu. Also reingreifen, auseinanderziehen und klapp. Nahtzugabe flachlegen und feststecken. Jetzt fehlt mir noch der vierte, zeige ich es euch nochmal. In die Ecken greifen und auseinanderziehen. Und dann legt sich automatisch der Boden schön flach hin. Gut, dann nähen wir jetzt die vier Ecken. Überall 1 cm Nahtzugabe zu machen. Schneide ich mir beim Futter die Nahtzugabe zurück, weil das hier sonst zu fest ist. Und dann knüllt sich das. Also schneide ich die so auf einen knappen halben Zentimeter zurück. Beide Seiten. Der Oberstoff ist eh so dünn. Da muss ich das nicht machen. Oh, noch die Nadel drin. Ungünstig. So. Und dann greife ich hier in mein Wendeloch und wende das Ganze von innen nach außen. Mal gucken, dass auch alle Nadeln draußen sind. Ich habe gerade gehört, da war noch eine. So. Jetzt könnt ihr die Ecken schön mit den Fingern ausstreichen oder ihr nehmt irgendwie einen Kochlöffelstiel, Essstäbchen, was auch immer ihr da habt. Wunderbar. Jetzt müssen wir lediglich noch das Wendeloch zunähen. Da klappen wir einfach die Nahtzugaben nach innen und stecken die Kante zwei Nadeln zu und nähen knappkantig hier das Wendeloch zu. Schneiden, damit ihr dann nicht hier die Fusselfäden in den Brötchen habt.
das Futter nach innen geklappt. Nochmal schön die Ecken ausstreichen. Und dann bügeln wir jetzt die obere Kante. Gut, ich habe die Kante jetzt gebügelt und habe jetzt, also so wäre es dann eben, wenn es zu hoch ist, also man kann das auch, dann, wenn die Brötchen noch übrig sind, es einfach so benutzen, vielleicht mit einer Klammer zumachen zum Frischhalten. Und für auf den Tisch kann man es dann umschlagen, so wie man es möchte. Und ja, das sind meine Franzen. So, dann habe ich ein schönes Brötchenkörbchen, keine Ahnung. und kann den auch wenden. Also wenn ich die andere Seite außen haben möchte, dann ist das auch kein Problem. Dann benutze ich ihn einfach andersrum. Und man kann es natürlich auch für alles mögliche andere benutzen, für Schreibtischutensilien oder für im Bad, Kosmetik. In klein kann man es machen, für alle Größen möglich. Also ich finde das eigentlich ganz praktisch zu haben. Und jetzt muss ich heim Brötchen backen. Also viel Spaß beim Nachnehmen.